Euro NCAP. Aktuell im Test der BYD Atto 3. Beim Insassenschutz für Erwachsene überzeugt der BYD Atto 3. Die Fahrgastzelle bleibt im versetzten Frontalaufprall stabil. Der Schutz des Brustbereichs des Fahrers wird als ausreichend eingestuft. Die Messungen an Knien und Unterschenkeln des Fahrers deuten auf ein ausreichendes Schutzniveau hin. Beim Crash auf die starre Barriere mit voller Überdeckung ist das Verletzungsrisiko für die Brust des Fahrers und für die des kleineren weiblichen Insassen auf dem Rücksitz gering. Im Seitencrashtest bietet der BYD Atto 3 den Insassen einen guten Schutz. Der Atto 3 ist mit einem Zentral-Airbag-System zwischen den Vordersitzen ausgestattet, das ein Aneinanderprallen der Köpfe der beiden vorderen Insassen gut verhindert. Die Messwerte beim Pfahlanprall zeigen Schwächen. Kopf und Becken werden gut geschützt, der Oberkörper jedoch nur schwach. Die Tests an den Vordersitzen und deren Kopfstützen zeigen einen guten Schutz gegen Schleudertraumata im Falle eines Auffahrunfalls. Wie sieht es beim Insassenschutz für Kinder beim BYD Atto 3 aus? Im versetzten Frontalaufprall werden der Kopf, der Hals und der Oberkörper des 6-jährigen und des 10-jährigen Kinderdummies gut geschützt. Im Seitencrash ist das Verletzungsrisiko für den 6-jährigen und den 10-jährigen Dummy sehr gering. Die volle Punktzahl wird auch hier erreicht. Bei den Tests mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern kann der BYD Atto 3 nicht überzeugen. Die Motorhaube bietet einen guten bis ausreichenden Schutz für den Oberkörper eines Fußgängers. Der simulierte Anprall des Beckens an die Fahrzeugfront zeigt ein sehr hohes Verletzungsrisiko. Für die Beine eines Fußgängers ist der Schutz gut. Das automatische Notbremssystem des BYD Atto 3 kann Fußgänger und Radfahrer erkennen. Das AEB-System reagiert am Tag und bei Nacht auf Fußgänger gut bis ausreichend, bei Radfahrern zeigt es keine Schwächen. Gut ist die Reaktion auf Fußgänger beim Abbiegen. Das Fahrzeug verfügt über ein Notbremssystem bei Rückwärtsfahrt, das jedoch Schwächen aufweist. Die Tests der Sicherheitsassistenten beim BYD Atto 3 liefern ausreichende Ergebnisse. Ein automatisches Notbremssystem ist serienmäßig verbaut. Das AEB-System hat zur Erkennung und Reaktion auf vorausfahrende Fahrzeuge gute Ergebnisse erzielt. Unfälle konnten in den meisten Testfällen vermieden werden. Das Spurhaltesystem korrigiert gut die Lenkung des Fahrzeugs, wenn es von der Spur abweicht, und greift ausreichend in einigen kritischeren Situationen ein. Alle detaillierten Ergebnisse zum BYD Atto 3 gibt es zum Nachlesen unter adac.de/crashtest oder euroncap.com.